Ja, wir waren am Einsatz, wir hatten mehrere Schutzpersonen, die wir viele Stunden begleitet haben, und dadurch konnten wir uns natürlich selber einen sehr guten Eindruck verschaffen, wie die Situation direkt vor Ort war. Also ich kann nur sagen, wenn wir hier von einem Sturm reden, der eventuell gewaltsam war oder mit viel Gewalt vertreten, das sieht man ja, erkennt man ja, das war ja nicht der Fall. Ja, dann hätten die drei Menschen, die drei Polizisten, gar nichts ausrichten können, wenn die also mit Gewalt das Ding gestürmt wären. Dann hätten sie die erstmal aufgrund der Masse weggemacht, platt gemacht. Die hätten gar keine Chance gehabt. Wenn die wirklich gewaltsam da hochrennen und mit Gewalt rein wollten im Gebäude, dann hätten diese drei Polizisten gar nichts machen können. Es war ausreichend seitens der Polizei schreien und gestikulieren und zu zeigen, nein, das geht nicht, das hat viele davon abgehalten. Und hätten die versucht, wirklich mit Gewalt reinzukommen, dann hätten die das auch geschafft. Das war gar nicht, würde ich sagen, vom Außen der Grund, warum sie da hoch wollten. Die wollten nicht rein ins Gebäude, die wollten einfach oben stehen und ihre Flanken da irgendwie wedeln. Und das Ganze wurde ja auch provoziert, ich habe es ja gesehen, von so einer Troller, von einer Bühne, die falsche Tatsachen einfach diese Leute übers Mikrofon verbreitet hat, dass jetzt Trump gelandet ist und alle Polizisten setzen ihre Helme ab. Dadurch haben sich natürlich so viele motiviert gefühlt, oh, jetzt stürmen wir da hoch, der Trump ist da. Also die sind durch eine Lüge motiviert worden, die Bühne zu stürmen. Hätte diese Troller da oben auf der Bühne, die nicht keine Bühne war von den Querdenkern, das war ja noch eine andere Demo, jetzt, und das hat eben viele dazu animiert, okay, jetzt stürmen wir das Ding. Aber eben mit keiner Gewalt. Gewalt würde, oder hätten die Gewalt eingesetzt, dann wäre das ganz, ganz anders ausgegangen. Eine Frage, zumindest in sozialen Medien wird auch dann spekuliert über den Einsatz von V-Leuten bei dieser Aktion. Also auf jeden Fall in sozialen Medien kursieren ja auch Verweise auf Präsenz von V-Männern bei dieser Aktion. Gibt es dazu eine Einschätzung, eine Wissenslage des BMI? Also wir haben keine konkreten Informationen darüber, wer wann wo im Einsatz gewesen ist. Es ist eine Einsatzlage der Berliner Polizei gewesen, aber Sie können davon ausgehen, insbesondere bei der Prognose der Berliner Behörden noch in der vergangenen Woche, dass alle Behörden, die eine rechtliche Zuständigkeit haben, auch im Einsatz gewesen sind.